Hallöchen, Freunde, ich habe hier das AGM H5, habt ihr bestimmt schon im Titel gelesen, ein Autotelefon mit einem großen Lautsprecher auf der Rückseite, eine Ringbeleuchtung für eingehende Nachrichten, also quasi eine LED-Benachrichtigungsanzeige. Das Ganze, wie man schon sieht, ist ein Autotelefon nach IP68 und Co. geschützt, Sturz, wasserdicht, wie auch immer. Und mit einer Nachtsichtkamera ausgestattet. Das Ding liegt so auf Amazon in der 664er-Variante ungefähr bei 170, 180 Euro. Ob es sich lohnt, ob es was taugt, schauen wir uns an. Ja, rein von der Optik, es ist ein Autotelefon, das heißt, es bringt ein Gewicht von 361 Gramm mit. Es hat eine ganz schöne Dicke von 2,3 cm. Der Lautsprecher, hier mit dem Schriftzug von AGM, steht auch etwas hervor. Man hat ein relativ schickes Design aber gewählt, so ein bisschen Carbon-Look-mäßig, beziehungsweise hat man hier so ein paar orangene Spots mit reingebaut, die das Ganze ein bisschen auflockern. Hier hinten sehen wir das Kamerasetup. Hier, wie gesagt, ist eine Ringleuchte drumherum, die dann bei Nachrichten aufleuchten kann in verschiedenen Modus oder in verschiedenen Modi. Ansonsten ist es, ja, wie man das so erwartet, ne? Halt so ein Outdoor-Telefon. Noch einmal die recht schicke Rückseite mit dem großen lauten Lautsprecher. Das Kamerasetup besteht aus einem 48 Megapixel starken Samsung GM2 Sensor. Dann haben wir einen 20 Megapixel, das ist dann hier ungefähr irgendwo, einen 20 Megapixel Sensor von Sony X350 mit Infrarot-Nachtsicht. Und dann zusätzlich gibt es noch einen 2 Megapixel Makrosensor. Weitwinkel oder ähnliches haben wir nicht. Auf der Vorderseite sehen wir hier die Tropfennotch und da ist eine Frontkamera mit 20 Megapixeln verbaut. Ja, der Lieferumfang ist natürlich auch schnell aufgezählt. Es liegt das Smartphone mit bei, eine Schutzfolie ist schon mit aufgetragen. Wir haben eine SIM-Nadel für den SIM-Schlitten. Dual-SIM ist möglich und der Speicher ist auch erweiterbar. Ein Ladekabel von USB Typ C auf USB, ein 18 Watt Netzteil. Dann gibt es noch die Ersatzplastik- oder Gummikappen, falls wenn die hier mal abreißen sollten, um dass das Wasser, das Telefon auch wieder wassergeschützt ist und natürlich eine Verpackung. Ja, kommen wir zu den Anschlüssen. Allzu viel Erwartung ist es nicht. Ein USB-Typ C 2.0 Basis. Dann haben wir hier einen 3,5er Klinkenstecker. Das heißt, ganz normale kabelbetriebene Kopfhörer könnt ihr benutzen. Und dann auch hier unter der Gummisicke habt ihr schon gerade gesehen den Dual-SIM-Slot mit der Speichererweiterung. Und ansonsten gibt es hier oben noch ein Mikrofon. Und dann war es das eigentlich auch schon. Gut, okay. Auf der Rückseite gibt es noch den Fingerabdrucksensor. Und hier quasi eine Kontaktstelle, um das Ganze in einer Dockingstation aufzuladen. Der Akku misst übrigens 7000 mAh und kann mit 15, 18 Watt maximal aufgeladen werden. Wenn ich die Dockingstation benutze und die da reinstelle, stehen mir leider nur noch 10 Watt zur Verfügung. Entsprechend lange dauert das Aufladen auch. Das Entsperren erfolgt auf der Rückseite hier mit dem Fingerabdrucksensor. Der funktioniert ziemlich gut. Da drücke ich einmal drauf. Es dauert 1-2 Sekunden und dann ist das Gerät aber entsperrt. Ist auch sehr zuverlässig. Das hat gut funktioniert. Alternativ besteht natürlich die Möglichkeit, per Frontkamera, da sieht man Android 12, da wird es auch mit eingeblendet, dass das Gerät auf die Kamera zugreift. Funktioniert auch sehr gut, also hier, der Finger ist nicht dran, ich mache den mal weg und drücke hier nochmal drauf. Das bei richtigen und vernünftigen Lichtverhältnissen funktioniert sehr gut, auch hier kein Problem. Ja, genau, ja, was die Haptik angeht, es ist halt groß, es ist schwer, es liegt ein bisschen blöd in der Hand, weil halt einfach der Lautsprecher im Weg ist. Der Fingerabdrucksensor könnte gerne ein Stückchen höher sitzen, aber da sitzt der Lautsprecher. Aber es ist halt ein Outdoor-Telefon, was soll ich darüber über das Gewicht noch diskutieren? Ich glaube, die meisten, die sich sowas kaufen, machen es bewusst und wissen auch, ja, dafür ist es halt eben robust und nach IP68 und IP69K und den anderen militärischen Standards zertifiziert, sodass es wasserdicht ist zum Beispiel. Das habe ich auch schon ausprobiert, spielen wir euch nachher nochmal kurz mit ein. Ein Wink mit dem Zaunfall gibt es nochmal hier oben. Die Frontkamera war jetzt halt eben ja, mit im Wasser natürlich. Hier ist das ein bisschen Kondenswasser auf dem Glas noch zu sehen. Aber ihr habt gesehen, Face Unlock funktioniert noch. Das wird sich mit Sicherheit mit der Zeit nochmal legen. Jetzt zum Drehzeitpunkt ist halt ein bisschen ja, Kondenswasser drin. Bei den Kameras auf der Rückseite ist es selbst aber nicht der Fall. Das Display ist leider kein Highlight, denn es hat zwar eine Diagonale von 6,5 Zoll, basiert aber nur auf einem IPS-Panel, das ist jetzt nicht unbedingt zeitgemäß und im knapp 300-Euro-Segment definitiv nicht mehr, hat aber nur eine Auflösung von 1600 x 720 Bildpunkten mit 60 Hertz. Das heißt, wer Pixelzähler ist und nah rangeht, wird das sehen, wer vielleicht 3D-Spiele spielt, wird die Auflösung auch sehen. Für den normalen Betrieb fällt es jetzt nicht so ins Gewicht, allerdings muss ich einfach sagen, bei Telefonen über 100 Euro oder über 150 Euro sollte ein HD-Display nicht mehr verbaut sein. Das ist eigentlich nur noch Centware, der so übertrieben gesehen. Da sollte einfach ein bisschen mehr sein.
Ebenfalls ist es in dieser Preisklasse nicht unbedingt typisch, dass man hier noch einen Helio G35 vorfindet. Das ist wirklich ein Einstiegsprozessor, der für alltägliche Arbeiten völlig ausreicht, aber zum Beispiel das nicht mal auf die Reihe kriegt, wenn ich jetzt hier einen Porträtmodus anhabe auf der Hauptkamera, dass das Video dann noch flüssig wiedergegeben wird. Man sieht, dass das hier eine starke Verzögerung hat und da merkt man schon, dass der Prozessor nicht gerade schnell ist. Ich sag mal so, grundsätzlich von der Geschwindigkeit des Systems ist das alles in Ordnung. Lese- und Schreibraten schauen wir uns gleich mal an. Das ist jetzt aber auch nicht gerade so das Gelbe vom Ei. Das dauert halt manchmal einfach ein bisschen länger für einfach in den normalen Alltag für Social Media und ein bisschen Video gucken oder ein Bild machen reicht es aber aus. Über das Telefon. Da steht es immer AGMH5. Systemaktualisierung, wir sind auf dem neuesten Stand. Da kam jetzt die Tage erstmal nichts. Kann natürlich sein. Oh, guck mal da an. Tatsächlich noch ein Update. Improved Battery Life und Optimized System Performance. Das ist natürlich gut zu wissen. Schade, dass es jetzt für den Videodreh zu spät ist, aber immerhin zeigt es, dass wenigstens ein Update kam. Ansonsten haben wir hier eines der wenigen Outdoor-Telefone, die auch auf Android 12 basieren und dann entsprechend dann auch aktuell sind. Der Sicherheits-Update-Start ist noch vom 5. März 2022, beziehungsweise eine Google Play-System-Update ist noch vom 1. Juni 2022. Könnte sich natürlich dann jetzt mit dem Update auch verändern. Ansonsten haben wir jetzt hier keine großartigen Besonderheiten. Das wäre dann halt beim Display. Das kann ich mir ja eigentlich tatsächlich sparen, weil ich kann halt nichts weiter einstellen. Die Helligkeit liegt bei 450 Nits, das ist die maximale Helligkeit, die ich habe. Für ein Outdoor-Telefon ist es aber eigentlich zu wenig. Wäre schön, wenn man hier eine höhere Helligkeit hat. Zudem hat man hier am Rand immer noch irgendwie so ein paar Schattenwürfe. Also das Display, wie gesagt, gewinnt keinen Preis. Ansonsten ist es halt standardisiert. Es gibt aber hier unter Laternenmodus, da habe ich dann Atmen, Zyklus oder Spektrum. Da sieht man dann quasi beim eingehenden Anruf, dass dann hier der Ring einmal leuchtet. Das kann ich dann halt auch mit verschiedenen Modi machen. Man hört schon den Lautsprecher. Das ist noch nicht die volle Lautstärke. Ich mache das mal ein bisschen. Ja. Okay. Bei Medien ist es auf jeden Fall lauter als es bei Musik. Genau, das wäre das, weil wir gerade von Lautsprecher gesprochen haben. Der ist natürlich auch so das, ja, das Verkaufsargument und das Highlight. Ihr glaubt es nicht, was endlich mit fast 7 Monate Verspätung oder 6 Monate Verspätung angekommen ist. Ja, das ist der Lautsprecher. Der ist schon ein bisschen lauter als normale Lautsprecher. Er wird mit 109 Dezibel beworben als der weltweit lauteste Handy-Lautsprecher. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Klangtechnisch ist es halt eben mitten betont. Basswiedergabe haben wir nicht. Dafür, dass das Ding so groß ist, könnte es einfach auch ein bisschen besser klingen. Also ist, ja, Nachrichten, die eingehen und alle Systeminformationen und auch Videos und Co. kann ich in etwas lauter hören als Standard. Klanglich ist es aber halt keine Offenbarung. Nett, dass es bei ist. Wer wirklich Probleme mit den Ohren hat, für den ist es ein Vorteil. Das kann ich noch nachvollziehen. Für alle anderen würde es halt einfach nur so eine durchschnittliche Qualität sein. Ach, was hat er denn da aufgenommen? Tatsächlich das allererste Mal, dass ich ein Betriebssystem habe. Ich weiß nicht, ob das bei Android 12 Standard ist. Eigentlich nicht. Wenn Apps installiert werden, werden die erstmal als ausstehend markiert und irgendwann gehen die dann in einer Animation mit um und dann sieht man, dass das gerade runtergeladen wird. Ich habe das jetzt mal einfach festgehalten, weil ich es vorher noch nicht gesehen habe. Ansonsten, das System ist sauber, es gibt keine Bloater oder Malware, tatsächlich wirklich einen Stock Android, kann man sagen, bis auf ein, zwei Apps, die von AGM jetzt herkommen. Ansonsten, Safety Net Check Status ist komplett bestanden, auch wenn es hier um Pokémon Go geht oder so, auch das kann ich damit spielen, also mit dem GPS, das ist kein Problem. Kamera API Level könnt ihr hier entnehmen. Ja, macht vielleicht sogar Sinn, eine andere Kamera App zu nehmen, weil die selbst kann nicht viel und ist halt auch qualitativ nicht so wahnsinnig toll. Wie üblich bei Import-Telefon und AGM gehört damit dazu, ist das Wideband-Level auf L3 beschränkt. Das heißt, Amazon Prime Video und Netflix und Co. werden nur in verminderter Qualität dargestellt. Full HD ist nicht möglich. Die Lese- und Schreibraten, ich habe ein bisschen geschluckt, als ich das gesehen habe. Sequenzielles Lesen liegt bei 274 MB pro Sekunde und sequenzielles Schreiben bei 188 MB. Das sind wirklich sehr niedrige Werte. Normalerweise liegen wir im 500er bis 1000er Bereich. Und Random Read or Write liegen wir normalerweise bei 250, 300 MB pro Sekunde. Hier sind wir bei 32 MB oder 8,7 MB beim Schreiben. Das heißt, alles, was im Laufe des Alltages draufgeschrieben wird oder jetzt gerade geladen werden soll, kann durchaus lange dauern, einfach weil die Schreibrate extrem gering ist. Gerade wenn es so punktuell ist, also nicht eine Riesendatei, sondern eine kleine Datei, die irgendwie geladen werden soll, das dauert halt einfach. Ist halt eigentlich auch in dem Preissegment eine No-Go. Ich habe das halt zweimal durchlaufen lassen, hat sich hier nicht wirklich verändert. Also von 3 auf 10 gekommen, okay, das geht noch. Aber wie gesagt, da fehlen 100, 200 MB einfach. Das ist alles andere als wirklich top.
Ja, Lese- und Schreibraten, hier oben sieht man es noch, ne, es hat sich nicht verändert. Der RAM, der Arbeitsspeicher läuft mit 2,7 GB, auch der ist relativ langsam und behäbe und in einem 300-Euro-Gerät hat das halt einfach nichts zu suchen. Ja, ich habe es schon angesprochen, der Helio G35 Octa-Core mit 2,3 GHz ist ein Einstiegsprozessor, der macht nicht... Ja, der macht genau das, was da steht. Also da fehlt kein Komma, da fehlt kein Null, da stehen tatsächlich, also doch, eigentlich fehlt schon, da stehen 114.000 Punkte. Das hat keine 200.000, das hat keine 500.000, das hat gar nichts. Und das ist halt einfach so, wie gesagt, für den Alltag ausreichend, das ist okay. Aber wer irgendwie ein bisschen was spielen will oder so, der wird dann halt irgendwie auf der Dauer dann enttäuscht sein. Also in dem Preissegment hat dieser Prozessor einfach nichts verloren. Ja, die anderen Systembenchmarks laufen natürlich dann auch nicht wirklich schneller, kann man nicht erwarten. Ja, ich habe irgendwann im Laufe des Systems auch den CPU-Stresstest durchlaufen lassen, zu 100% ausgelastet für 15 Minuten lang. Die Drosselung des Systems hält sich in Grenzen mit 9%. Man sieht hier am Anfang gibt es ein paar Schwankungen, ansonsten ist das alles im grünen Bereich, das passt. Ja, ist okay. Ich scroll hier einfach mal durch. Es gab regelmäßig und sehr oft Probleme mit dem WLAN. Auch jetzt gerade, wo ich ein YouTube-Video abspielen wollte, hatte ich Probleme. Ich musste immer wieder mal das Gerät neu starten oder im Prinzip das Netzwerk kurz aktivieren und deaktivieren, beziehungsweise erst deaktivieren und dann wieder aktivieren. Dann hat er irgendwann wieder ein Netz gefunden und dann kamen auch dann die Benchmark-Resultate mit bei raus. GPS hat relativ gut funktioniert, dürfte natürlich für sein Autotelefon auch ein bisschen genauer sein. Was so die Anzahl der Satelliten angeht, das ist mir dann persönlich noch ein bisschen zu wenig, aber zum Navigieren taugt es. Der Hardware-Kompass hier oben im Norden zeigt auch in die richtige Richtung. Hier sieht man nochmal, welche Satelliten unterstützt werden. Also das funktioniert, das ist kein Problem. Signal ist auch schnell gefunden, das passt, aber dürfte gerne präziser sein. Ja, beim WLAN, wie gesagt, war ich jetzt überhaupt nicht überrascht. Ich habe absolute Schwierigkeiten gehabt, auch jetzt gerade. Der Router steht jetzt hier 3 Meter von mir entfernt. Im Büro ist gerade mal eine Wand dazwischen und ich habe immer wieder oben Aussetzer gehabt, dass da ein Ausrufezeichen war, dass kein Internet vorhanden war. Und hier besteht sich dann auch, dass die maximale Durchsatzrate bei 187 Mbit pro Sekunde ist, also vom Netzwerk her. Das ist halt eben Dualband WLAN 5, also 2,45 GHz. Man sieht es, wenn ich neben dem Router stehe und dann 5 Meter weitergehe oder 3 Meter, dann sackt er sofort ab und dann teilweise sogar das Signal verloren. Hier sieht man auch, dass der Empfang dann zwar wieder besser wird, aber im Prinzip die Durchsatzrate dann einfach nicht besser wird. Und einmal hatte ich es auch gehabt, dass er dann einmal komplett das Netz verloren hat und das ist mir auch in anderen Netzwerken passiert, also nicht nur in unserem Dienstnetzwerk, nenne ich es mal, sondern bei mir zu Hause auch. Also beim WLAN kann ich jetzt nichts Gutes dran lassen. Ich habe da echt Probleme mit gehabt. Genau, ja, hier sind dann die Messergebnisse. Komischerweise, die sagen dann aber, ja, das, was ihr an VDSL 100.000er Leitung habt, könnt ihr auch komplett nutzen. Das hat mich dann sehr stark verwundert, weil das spiegelt hier einfach anderes wieder. Auch wenn dieses Telefon im Jahre 2022 rausgekommen ist, haben wir hier kein 5G, das unterstützt dieser Prozessor nicht, der SoC nicht. Wir haben aber Bluetooth 5.0, Dual-SIM habt ihr gesehen, WLAN und GPS ist mit drin und NFC auch. Anders als bei anderen Smartphones dieser Preisklasse bzw. aus dem Outdoor-Bereich habe ich auch kein induktives Laden. Auch Reverse Charging wird natürlich nicht unterstützt, das hat mich schon ein bisschen gewundert. Ansonsten, aber Empfang war soweit erstmal in Ordnung, Gesprächsqualität war auch in Ordnung, ich wurde zumindest verstanden, was ich wollte und von daher passt das. Ja, genau, das vielleicht noch dazu. Kommen wir zur Kamera. Da ist sie dann geladen, wir sind noch im Porträtmodus, also man sieht, das hat das Ding hier offen. Hier oben sind ein paar Einstellungen und dann kann ich hier auch sehen, dass ich nicht allzu viel einstellen kann. Wenn ich Videos aufzeichne, kann ich hier dann auf die Qualität gehen und dann bin ich auf Full HD beschränkt. Also mit der Leistung ist es, glaube ich, nicht verwunderlich, dass hier kein 4K oder Ähnliches mit unterstützt wird. Ansonsten ist die Einstellungsmöglichkeit hier sehr, sehr gering. Also ich habe hier den Infrarot-Nachtmodus, also man sieht es, den Nachtsichtmodus. Ich kann natürlich digital durchzoomen und das hier per Klickstufen. Ich habe hier den Makromodus, dass ich dann hier so auf 3 cm Abstand rangehen kann. Und wie gesagt, Video, Foto, oben dann HDR an oder aus und Porträtmodus. Und ansonsten ist hier nichts mit Nachtmodus oder irgendwas. Also da hat man das komplett gespart. Frontkamera kann ich natürlich auch umschwenken, gibt es auch den Porträtmodus. Auch hier läuft es nicht flüssig. Dann haben wir halt die normalen Fotos und die normalen Videos. Das halt eben dann mit Full HD und 30 Bilder pro Sekunde und halt Kurzvideos. Und das war es dann eigentlich schon. Und hier sieht man auch, dass hier im Prinzip noch Feuchtigkeit auf der Linse ist. Ne? Das da jetzt nochmal. Ich hoffe, das trocknet raus. Kann ich noch nicht genau sagen. Schauen wir uns mal den Rest an.
Ja, wie bei den meisten Outdoor-Telefonen sind die Bilder dann halt einfach nur blanker Durchschnitt, nichts Besonderes, sind künstlich hochgeschärft, der Dynamikumfang, der schwankt ziemlich stark. Wir haben überbelichtete Stellen, ob das hier die Muschel ist oder im Prinzip der Helm. Wenn ich den Fokus manuell setze, dann sieht das meistens dann nochmal ein bisschen dunkler aus und ein bisschen besser. Dann sieht man, dass die Mütze dann jetzt halt zwar noch bläulich erkennbar ist, aber zumindest ein bisschen realistischer aussieht im Vergleich zu dem Originalbild. Das ist hier komplett ausgeglichen, da sieht man nichts. Was man auch sieht, ist hier eine gewisse Unschärfe an den Rändern, immer mal wieder irgendwo und halt eben, dass das Ganze auch künstlich hochgeschärft ist. Schön sind die Bilder dadurch nicht, kommt aber wirklich mit auf die Motive an. Wenn ich so nähere Aufnahmen mache, wie mit den Blättern hier, da sieht das recht gut aus. Bei großen Aufnahmen, wie hier zum Beispiel von dem Holzstapel, denkt man sich so, das ist nicht doll, das ist nicht irgendwie ein Telefon für 300 Euro. Zumal hier in dem Bereich ist es unscharf, der linke Bereich wirkt schärfer, aber wenn ich mir den Detailinhalt des Bildes angucke, das sieht dann halt einfach nach nichts aus. Dem ist auch komplett ausgeblichen, überbelichtet und es war heute eher ein schattiger Tag, also von daher nicht der Rede wert. Digital-Zoom, ja, fehlt auch die Schärfe denn und ansonsten ist das halt einfach, naja. Und wie ich schon sagte, mit den richtigen Motiven oder mit den richtigen Hintergründen, dann sieht ein Bild auch vernünftig aus. Der Detailgrad hier, wie gesagt, hält sich aber stark zurück. Das ist dann eigentlich alles mit einem Zoom, alles Aquarellmalung. Im HDR-Modus macht es keinen großartigen Unterschied. Auch hier bleibt das bei einer Überbelichtung. Also es ändert sich nicht wirklich. Digital-Zoom kann nett sein, wenn man dann irgendwie dann auch mit dem Fokus trifft, war jetzt hier nicht gerade der Fall, aber hier sieht man zum Beispiel so eine Spinnenwebe lang und so. Also es geht schon, aber es hat nichts Besonderes. Normale Aufnahme, auch von nahen wieder, das funktioniert. Dann die Makroaufnahme, ich habe da versucht, den Abstand zu halten. Hier hat es dann irgendwann mal geklappt, dann sieht es auch recht brauchbar aus durchweg, aber ja, kann man nutzen, muss man aber nicht. Hier sieht man den Dreck zwischen der Tastatur und bei wenig Licht gibt es auch nur wenig Bild. Also es sieht irgendwie ganz cool aus, aber ja, das ist halt, doll ist es nicht. Die Porträtfunktion, die ist auch nicht doll. Hier sitzt dann quasi die Stelle, die erkennbar ist. Meine Hand komplett in Unschärfe verschwunden. Mein Gesicht ebenso. Groß ranzoomen kann ich auch nicht, obwohl es ein Full-HD-Bild ist. 2 Megapixel nur noch groß. Hier ist der nicht unscharfe Bereich. Also hier ist der scharfe Bereich sozusagen. Und ohne diesen Porträtfunktionsfilter sieht das so aus. Wir haben verfälschte Farben, wir haben künstlich nachgeschärfte Bilder, wir haben auch keine neutralen Bilder. Das ist alles irgendwie ein bisschen verschoben. Mein Gesicht ist total auch überbelichtet und ausgebrannt. So hell war es eigentlich nicht. Die Frontkamera selbst kann auch keinen Blumentopf gewinnen, auch hier natürlich dann überbelichtet, wie das bei den meisten so ist, aber die Farbgebung ändert sich halt noch einmal von eher blass zu rötlich-bräunlich. Bildschärfe fehlt natürlich, Porträtfunktion wirkt erstmal so, als würde sie funktionieren, aber das ist nicht umsonst jetzt von mir hier umrandet. In einer anderen Lichtsituation sieht das Bild genauso aus, also immer noch rotstichig, sieht immer noch künstlich nachberechnet aus, also gerade die Bartstoppeln, das ist halt einfach nur ein schwarzer Fleck und kein Inhalt. Und die Porträtfunktion, ja, da seht ihr, das Ding ist kreisrund, so quasi gefaked. Die Software kann gar nichts in dem Sinne, also kann man sich das mit der Porträtfunktion auch klemmen. Nachtmodus. Ein normales Bild, einen Nachtmodus an sich habe ich nicht gefunden. Dafür gibt es ja die Infrarotgeschichte, da sehe ich dann mehr. Da kriege ich dann halt ein bisschen noch was mit auf die Linse, aber es bleibt halt einfach unscharf und detailliert. Aber zumindest was den Bildinhalt angeht, erkenne ich hier natürlich wirklich komplett, was in dem Raum los ist im Vergleich zu dem Bild davor. Da sehe ich halt nichts. Wenn mehr Licht da ist, dann klappt das schon ein bisschen besser. Wie gesagt, der Nachtmodus, der drüber arbeitet, um das Ganze zu verschönern oder aufzuhellen oder irgendwie zu schicker zu machen, den gibt es nicht. Mit dem Infrarotsensor sieht es halt vernünftig aus, aber da fehlt halt einfach auch die Schärfe und die Konturen. Das Ganze reflektiert relativ stark. Auch hier eine normale Aufnahme, dann sollte das eine Blitzaufnahme sein, hat einmal gar nicht funktioniert. Der Blitz hat zu spät ausgelöst. Das Bild ist, man sieht, dass da irgendwie noch ein Ansatz vom Blitz war, aber das war es dann auch. Also auch hier funktioniert die Abstimmung der Software nicht. Frontkamera bei wenig Licht geht so weit noch. Ne? Das ist jetzt hier ein bisschen Licht und da ein bisschen Licht. Das ist in Ordnung, plus das blaue Licht hier hinter mir. Aber es bleibt halt einfach unscharf verwaschen. Ja, das ist nichts. Dann haben wir Full-HD-Videos, die nicht stabilisiert sind. Die Farben sind blass. Das Bild wackelt natürlich, weil es nicht stabilisiert ist. Es bleibt halt eben nur eine Full-HD-Aufnahme. Die Farben sind nicht besonders schön. Teilweise zu hell, dann wird es wieder ein bisschen dunkler. Also hier schwankt auch der Dynamikumfang. Und überall hier und dort, wo weiße Flächen sind, habe ich eine Überbelichtung. Der Autofokus funktioniert gut und schnell. Wir haben Digital-Zoom, 2-fach, 4-fach, 6-fach. Irgendwie so kann ich dann per Knopfdruck rein drücken. Und dann war es das eigentlich. Mehr bietet mir die Kamera nicht an. Wir haben auch den Wasserschutz IP68 und wie das nicht alles sich schimpft, das können wir hier reinpacken. Das Wasser ist jetzt ein bisschen kälter und beim Rausnehmen merkt man direkt einen Beschlag. Die Linsen, aber so grundsätzlich das Ergebnis sieht ganz cool aus, weil so einen Einblick hat man äußerst selten. Das ist schon mal ganz geil gemacht. Nachtaufnahmen, wie gesagt, sind ja so richtig nicht möglich. Mit dem Infrarotsensor kann ich nachts auch aufzeichnen. Das funktioniert auch gut, aber man merkt halt auch hier, dass hier die 2 Megapixel, die dann bei dem Video noch bei rauskommen und die Full-HD-Auflösung halt auch nicht so toll sind. Man sieht aber im Prinzip an Arnis Kleidung sozusagen, dass hier dann die Flächen weiß sind. Die waren mal grau oder grünlich und daran erkennt man schon, dass das halt im Prinzip so ein Infrarotsensor ist.
Die Frontkamera sieht aus wie die Bilder, ist jetzt nicht wirklich doll, ist halt auch leicht rotstichig, ist nicht stabilisiert, Full-HD-Auflösung 30 Bilder pro Sekunde, Ton liegt bei 127 Kbit pro Sekunde, also auch nur Mono und nicht besonders dolle. Also bei der Kamera kann man hier nicht wirklich viel dran lassen für ein paar Schnappschüsse, okay. Trotz der geringen Leistung kann ich natürlich auch mit dem System spielen. Allerdings merkt man dann hier, dass hier so eine gewisse Input-Latenz drin ist vom Display. Ich mache das nochmal. Man sieht halt, wenn ich mit dem Finger rüberziehe, das zieht nicht direkt mit. Man spürt es auch so ganz leicht. Man kann sich daran gewöhnen. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und dann kann man hier auch relativ gut durchziehen. Aber es ist halt auch kein Gaming-Telefon, das darf man nicht erwarten. Und kleinste Bewegung nimmt er auch nicht unbedingt an. Wie gesagt, ist nur HD aufgelöst, also HD Plus mit 720p. Also sieht man jetzt hier noch nicht, aber bei PUBG spätestens. Dann gehen wir jetzt mal rein. Eigentlich müsste man das jetzt in Echtzeit laufen lassen, um einfach mal die Ladezeiten zu zeigen. Machen wir aber nicht. Ja, hier nochmal kurz Zwischenpart. Man sieht hier gerade das Zusammenstellen der Ressourcen hier unten am Rand. Da ist so ein Buggy und normalerweise geht das relativ schnell. Das macht halt irgendwie immer vom Spiel. Aber was auffällt, ist, dass selbst das Hintergrundvideo nicht mal mehr flüssig läuft. Also das zeugt halt eben schon davon, dass hier halt einfach verdammt wenig Performance ist oder beziehungsweise das System halt einfach nicht gut genug optimiert ist, um das, was an Leistung da ist, auch optimal zu nutzen. Ja, da haben wir dann wieder das Problem mit dem WLAN. Wahrscheinlich hat er dann wieder hier irgendwie, ja, da haben wir es, genau. Da oben sieht man das Ausrufezeichen. Wie gesagt, der Router steht 3 Meter von mir entfernt und ich habe während des gesamten Testzeitraums halt einfach immer wieder Probleme mit abbrechenden WLAN gehabt. Also es kann natürlich Montagsgerät sein, weiß ich nicht. Aber auch die Ladezeiten in PUBG rein, keine Ahnung, 5 bis 7 Minuten, um überhaupt ins Menü zu kommen. Und dann bricht jetzt aufgrund des WLANs dann halt einfach das Matchmaking ab. Auf der zweiten Stufe von 5 oder so, die ich auswählen kann, kann ich das Spiel spielen, das funktioniert. Aber es gibt immer mal hier und da wieder Ruckler. Ich lasse das jetzt einfach so, wie es ist. Einfach aus dem Grund, das ist halt kein Gaming-Smartphone. Und anhand der Leistung, die ich hier habe, kann man, glaube ich, auch ermessen, dass das halt auch gar nicht dafür ausgelegt ist. Und wenn ich schon im normalen Alltag Probleme habe, dass manche Sachen geladen werden oder das halt auch da schon länger dauert, dann ist klar abzusehen, dass das mit den Spielen natürlich auch nicht weit her ist. Also machen wir dann den Gaming-Part einfach, cutten wir jetzt hier einfach, weil es bringt halt eh keine Punkte. Gut, kommen wir zum Akku. 7000 mAh haben wir, kann ungefähr mit 15 bis 18 Watt geladen werden. Also das Netzteil gibt, wie gesagt, 18 Watt aus. Gelesen habe ich halt bei AGM selbst, dass, wie gesagt, mit der Docking Station 10 Watt möglich sind und verkabelt dann halt nur 15 Watt. Also gehe ich davon aus, dass das USB-Typ C beladen dann halt einfach mit maximal 15 Watt geht. Anhand der Statistik, die man hier sieht, kann ich euch nur sagen, ja, zeigt er nicht so richtig an, weil ich ja zwischendurch auch mal ganz kurz am PC irgendwie Daten rübergeschoben habe oder ähnliches, um da halt die Bilder auszuwerten und so weiter. Man sieht aber, dass ich jetzt das Display 7 Stunden benutzt habe, YouTube davon 1 Stunde, Kamera 18 Minuten, Antutu 1 Stunde 14, Geekbench 52 Minuten, im Standby angeblich 1 Tag und 4 Stunden, was halt nicht hinkommt. Also auch hier die Systemstatistiken sind wieder halt nicht vernünftig. Um das runterzubrechen, theoretisch könnt ihr dann so um die 2,5 bis 3 Tage das Gerät benutzen. 7000 mAh reichen dafür aus. Wenn man, sagen wir mal, so 2500 mAh pro Tag verbraucht, kommt man nach 2 Tagen auf 5000. Aufgrund des langsamen Prozessors, der wahrscheinlich ja trotzdem so seine Energie braucht, aber das Display nicht wahnsinnig hell ist und nicht hoch aufgelöst ist, im normalen Betrieb braucht man da halt wahrscheinlich dann gar nicht so viel Energie aus dem Akku. Das heißt, 2 Tage sind kein Problem. Wer ein bisschen sparsamer ist, kriegt vielleicht auch nur den dritten damit irgendwie rum. Ansonsten müsst ihr halt mehrere Stunden das Ding an die Ladebuchse packen, bis das dann halt voll ist, weil mit 15 Watt, das dauert halt bei 7000 mAh. Ja, das ist halt zum Akku. Also ist jetzt definitiv keine Bestwerte und das System ist halt auch nicht in der Form so optimiert, dass da irgendwie richtig bei was rumkommt und mit einer Display-Anzeit von, weiß ich nicht, rund. Also theoretisch per Benchmark getestet, 16 Stunden, das sind ungefähr 3 Tage vielleicht. Kommt das hin, aber das müsste mit 7000 mAh müsste das eigentlich ein bisschen besser sein, die Display-Anzeit. Das kriegen vernünftige, optimierte Telefone halt eben auch in 14 bis 16 Stunden. Gut. Das AGM H5 ist ein Autotelefon, was aktuell auf Amazon 280 Euro kostet in der 664er Variante. Der Speicher ist erweiterbar. Beim Hersteller selbst liegst du bei 290 Euro, das heißt ganz kurz vor den 300 Euro. Ja, ich bekomme ein robustes, sturz- und wasserdicht und festes Gehäuse nach IP68 und IP69 und den militärischen Standards hier und da und noch und nöcher. Ich bekomme einen Prozessor, der arschlangsam ist. Der Helio G35 ist entweder schlecht optimiert oder wirklich so langsam. Ich habe den schon ewig nicht mehr getestet oder ich weiß nicht, ob ich den überhaupt schon mal jemals getestet habe und wenn, liegt es wahrscheinlich eine Weile zurück. Das Display ist 6,5 Zoll groß, halt nur in 720p aufgelöst.
Also HD Plus ist ein IPS-Panel, 60 Hertz, 450 Nits Helligkeit. Das reicht für den Innenbereich, um gut alles zu erkennen. Ist es draußen ein bisschen sonniger, ein bisschen heller, dann erkennt ihr auf dem Display nichts mehr. Und genau bei einem Outdoor-Telefon erwarte ich eben, dass das Display auch im Außenbereich vernünftig funktioniert. Weil es ist ein Outdoor-Telefon und kein Ich-zock-zu-Hause-auf-der-Couch-Telefon. Zum Zocken brauchen wir, wie gesagt, nichts sagen. Man kann damit auch spielen. Man muss aber sehr lange Ladezeiten in Kauf nehmen, weil einfach der Arbeitsspeicher langsam angebunden ist. Der Speicher als eMMC wird es noch sein. So lahm wie das Ding ist, stand vor 5 Jahren so ungefähr. Auch das dauert ewig. Ich habe es ja in den Benchmarks und Schreib- und Leseraten belegen können. Allein aus diesen Gesichtspunkten zu dem Preis von knapp 300 Euro kann ich von meiner Seite aus dieses Telefon nicht empfehlen. Ich glaube nicht, dass das Update jetzt so wahnsinnig viel daran ändert. Ich werde mir das dann nochmal angucken. Aber ansonsten ist es halt so, auch die Kamera ist jetzt nicht der Rede wert. Ist halt einfach grundsätzlich nicht wirklich scharf. Ist halt überbelichtet. Dynamikumfang funktioniert nicht so gut. Man hat scharfe und unscharfe Bereiche. Der Porträtmodus ist verbuggt. Der macht nicht das, was er soll, sondern macht alles weich. Also das sind halt ganz, ganz viele Baustellen und dann halt, wie gesagt, einfach teilweise das träge System oder dann bei mir die Probleme mit dem WLAN, dass ich dann halt einfach für ein paar Apps dann eine halbe Stunde rumgesessen habe, bis das runtergeladen war oder dass das YouTube einfach ewig lädt, weil einfach wieder irgendwie das Netzwerk nicht funktioniert und das nachweise ich halt auch in einem anderen Netzwerk. Also so macht das dann halt auch keinen Spaß und wie gesagt, eigentlich klar ist es für den Außenbereich gedacht, aber ja, wenn halt einfach die Software halt irgendwie nicht angepasst ist und die Akkulaufzeit dann auch nicht entsprechend ist und die Leistung auch dahinter nicht steckt. Wie gesagt, für den Alltag, für irgendwas schreiben, tippen und eine SMS rüberschieben, reicht das völlig aus, aber nicht eben für 290 Euro vom Hersteller aus oder 280 Euro von Amazon. Es gibt einfach auch zu viel Konkurrenz, die man in dem Bereich bekommt. Da werden die Ulefone, Ucutel-Geräte, die haben allesamt Autotelefone, die haben sich da spezialisiert. Da kriegt man bei 250 bis 300 Euro einfach deutlich mehr und deutlich potentere Hardware. Die Kameras funktionieren ein bisschen besser. Man hat teilweise noch induktives Laden mit bei. Das sind alles so eine Punkte, das dürfte hier natürlich alles gerne mit drin sein. Gerade in dem Preissegment, weil am Prozess haben sie definitiv gespart, weil das so ein Ding für 100 Euro wäre. Und so ein bisschen Kunststoffgehäuse drumherum zu packen und ein bisschen robuster zu machen, kostet auch nicht die Welt. Also wie gesagt, es gibt Outdoor-Telefone, 450, 200, 250 und natürlich nach oben hin auch, die auch langsame Prozessoren haben, aber halt eben einfach billiger sind, ne? Günstiger sind. Jetzt den Lautsprecher als Hauptaugenmerk oder die Nachtsichtkamera zu nehmen, ne? Das zieht dann irgendwie bei dem Preis auch nicht mehr. Keine Ahnung, was AGM jetzt damit vorhat. Updates, wie gesagt, ein großes ist eingetrudelt. Ob da jetzt zukünftig noch großartig was kommt beim letzten AGM, Namen habe ich jetzt gerade vergessen, fällt mir gerade nicht ein, kam auch irgendwie nur ein Update und ob danach noch irgendwas kommt, das ist noch die nächste Frage. Das heißt, den Stand, den ihr jetzt habt, wird wahrscheinlich auch der letzte Stand haben sein, den ihr habt. Ja, leider habe ich jetzt nicht so viele Federn an dem Gerät lassen können, dafür stürme ich einfach zu viele Punkte zu dem Preisbereich. Wie gesagt, die Konkurrenz ist groß und es gibt halt einfach andere Modelle, die da einfach besser optimiert sind und besser funktionieren. Klar, die haben alle ihre Defizite, das will ich damit jetzt nicht schönreden oder gerade was das Update-Verhalten angeht, aber hier waren einfach zu viele Punkte auf einem Haufen, der mich dann halt einfach mega gestört hat. Und wie gesagt, für 280 Euro erwarte ich halt einfach ein rundlaufendes System und eine vernünftige Performance. Und da kann man schon von anderen MediaTek-Prozessoren der Dimensity-Reihe reden, der 700er oder sonstiges. Die haben einfach deutlich mehr Performance und dann braucht man nicht hier mit so einem wirklich altbackenen Helio G35 um die Ecke kommen. Gut, was soll's? So ist es. Also von meiner Seite aus gibt es keine Empfehlung. Wenn der Preis sinkt und ihr mit so einer Performance zufrieden seid, ist das eine andere Geschichte. Für 270, 280 Euro kann ich es euch nicht empfehlen. Bei unter 200 Euro oder um die 200 Euro, vielleicht auch ein bisschen drunter, würde ich sagen, ja, kann man durchaus machen, wenn euch so ein Outdoor-Telefon wichtig ist. Aber auch da gibt es halt eben andere Modelle, die es besser machen. Ja, genau. Feedback rein in die Kommentare. Danke fürs Zugucken. Ich fasse mich jetzt kurz. Ich glaube, das war schon ausführlich genug. Und wir sehen uns aber beim nächsten Mal. Alle relevanten Links sind in der Videobeschreibung, auch zu unserer Website und Social-Media-Bereichen. Bis dann. Macht's gut.